Leute, die Korrelation zwischen Bitcoin und den traditionellen Märkten, vor allem den Nasdaq und den S&P 500, ist definitiv nicht abzustreiten. Doch gestern bereits im Livestream kamen mir die Price Movements ein wenig spanisch vor. Während Bitcoin gestern im Verlauf des Tages noch einmal runterkorrigiert bis an die 28.300er Marke, sehen wir am Freitag, am gestrigen Tage, ein massives Aufatmen hier auf den traditionellen Märkten im Nasdaq sowie im S&P 500. Von daher, Leute, nehme ich dies zum Anlass, noch einmal diese Korrelation jetzt hier in den letzten Tagen hier auf den Prüfstand zu stellen und daraus vielleicht Abschlüsse zu leiten zu können, dass wir diese Entkoppelung der traditionellen Märkte und Bitcoin aktuell sehen. Dafür schauen wir uns im Vergleich den Bitcoin und den Nasdaq im Detail an. Darüber hinaus habe ich ebenfalls einen weiteren sehr, sehr interessanten Chart nochmal mitgebracht, den DXY. Hier haben wir bereits gesehen, dass eine negative, leicht negative Korrelation besteht zwischen Bitcoin und dem DXY. Und wenn wir das hier sehen, könnte das die erste, sage ich mal, das erste Anzeichen einer Korrektur sein hier im DXY und damit ein Aufatmen von Bitcoin. Leute, darüber werden wir detailliert in diesem Video sprechen. Von daher ist es unbedingt wichtig, dass du bis zum Ende dran bleibst, denn dann verstehst du erstmal die Korrelation zwischen den Märkten und weißt, was jetzt hier als nächstes in Bitcoin passieren kann. Also, ab die wilde Post, let's get started! Yes, und damit hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Special Edition auf der Crypto Wall Street, dein Kanal für täglich brandaktuelle Analysen, Chart Setups, Trade Ideen, News rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und wenn du das nicht verpassen willst, jeden Tag bestens vorbereitet mit uns in den Trading-Tag starten möchtest, hey, dann wird es jetzt Zeit, Teil der SK-Crew zu werden. Kostenloses Abo dalassen, Glocke aktivieren und auf alle stellen, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ein Video online geht. Und natürlich abschließend den Like-Button smashen, damit wir mit dem Content starten können. Leute, wir stehen ganz, ganz kurz vor 2600 Abonnenten. Schaffen wir es mit diesem Video? Ich brauche eure Unterstützung. Let's push it to the moon. Und damit starten wir rein. Wir schauen uns die letzten 24 Stunden mal an. Wir stehen jetzt wieder an der 1,2 Trillion. US-Dollar-Marke. Das Pendel, es geht weiter. 1,3 Trillionen und 1,2 Trillionen. Aktuell am unteren Ende. 0,36% Gain. Nichtsdestotrotz in den letzten 24 Stunden hier zu verzeichnen. Bitcoin und Ethereum, sage ich mal, mit einer Plus-Minus-Null-Runde in der letzten 24 Stunden stehen aktuell bei 28.858 und 1.766 in Ethereum. Über den 7-Tage-Change sehen wir was sehr, sehr Interessantes, Leute. Ethereum bzw. Bitcoin outperformed. Ethereum bzw. müssen wir es anders ausdrücken. Ethereum underperformed Bitcoin massivs gerade aktuell und von daher sehen wir das auch im ETH-BTC-Chart, das aber mal für ein anderes Video. Heute möchte ich ganz detailliert mit euch über die Korrelation von Bitcoin und den traditionellen Märkten sprechen und wie diese Korrelation jetzt über die letzten Tage irgendwie ein wenig flöten gegangen ist. Von daher, lasst uns das einfach mal im Detail anschauen. Let's go! Und wir starten direkt rein mit einer Price-Action-Analyse hier in Bitcoin. Befinden uns im 1-Stunden-Chart. Für diejenigen, die den übergeordneten Plan noch nicht kennen, hey, schau dir unbedingt noch einmal die letzten Videos an oder den Livestream von gestern. Da bin ich nochmal detailliert drauf eingegangen. Wir haben unser lokales Low hier gebildet in Bitcoin am 12. Mai bei 26.700 in etwa. Danach kam erstmal der Up-Move. Seitdem pendeln wir uns hier in unserer Seitwärtsphase hin und her. Wir befinden uns ebenfalls zwischen einem Bullen-Level, kurzfristiges Bullen-Level hier in grün dargestellt und kurzfristiges Bärenlevel hier in orange dargestellt. Nach diesem Up-Move haben wir erstmal auch hier ein lokales High in den Markt reingemeißelt und seitdem bildet der Markt aktuell wirklich eher von der Price-Action her bärische Movements. Das heißt, hier haben wir nochmal ein Lower High im Vergleich zu dem gesehen, ein High auf gleicher Höhe, nochmal ein knapp Lower High und seitdem wirklich immer wieder die Bestätigung von Lower Highs. Nach diesem hier lokalen High haben wir erstmal noch ein Higher Low aufgestellt. Nichtsdestotrotz wurde das dann auch schnell gebrochen und wir haben ein Lower Low gesehen. Seitdem befanden wir uns auf dieser, sage ich mal, linearen Gerade, so wie hier oben in dieser Konsolidierungsseitwärtsphase, die jetzt kurzzeitig nach unten hin einmal ausgebrochen worden ist, Liquidität gesammelt hat, den Markt nochmal nach oben gepusht hat. Nichtsdestotrotz haben es die Bullen erneut nicht geschafft, dieses High hier zum Beispiel herauszunehmen. Wir bleiben weiterhin in diesem leicht neigenden Abwärtstrend jetzt, Leute. Aber solange wir uns hier in diesem grünen kurzfristigen Bullenlevel aufhalten, ist alles noch in Ordnung. Sollte dieses nachhaltig gebrochen werden mit einem Candle Close hier drunter, hey, dann sehen wir uns ganz, ganz schnell bei der 26.400er Marke bis runter an die 25.100er Marke.
Interessantes Bärenziellevel, natürlich auch unsere nächste Akkumulationszone, nächstes Akkumulationslevel, Kauflevel langfristig gesehen 26.400. Jetzt möchte ich aber über Folgendes mit euch sprechen, Freunde. Die letzten knapp 2 Tage, beziehungsweise auch hier nochmal die letzte Woche, noch einmal die Price Movements von Bitcoin mit den traditionellen Märkten vergleichen, Freunde. Denn es ist offensichtlich, über das letzte Jahr gesehen oder die letzten 2 Jahre lief die Korrelation, erstmal, was sehen wir hier? Bitcoin 30-Day Correlation, also die Korrelation von Bitcoin gegenüber dem Nasdaq, den DXY, den Dollarindex, den S&P 500 sowie Gold. Und wir sehen sehr, sehr schnell, dass die Korrelation zwischen dem Nasdaq und dem S&P 500 massivst besteht, sogar mit einem neuen All-Time-High hier in der Korrelation vor kurzem erst aufgestellt. Das heißt, die Märkte bewegen sich sehr, sehr ähnlich, wenn nicht aktuell ziemlich gleich. Während wir beim DXY und bei Gold eine leicht negative Korrelation sehen. Das heißt, wenn der DXY steigt, fällt Bitcoin leichter im Vergleich, beziehungsweise wenn Gold steigt, fällt Bitcoin ebenfalls leichter im Vergleich. Hier deutlich stärker die Korrelation. Wenn Nasdaq ansteigt, steigt Bitcoin an. Wenn Nasdaq fällt oder der S&P, fällt Bitcoin. Nichtsdestotrotz, Leute, habe ich gestern schon im Livestream darüber gesprochen, irgendwie passen diese Price Movements gerade nicht mit der Korrelation zwischen Bitcoin und den Nasdaq zusammen. Denn wir haben gestern über den Verlauf des Tages und auch die Tage zuvor schon ein deutliches Aufatmen gesehen. Hier im Nasdaq sowie im S&P 500 noch viel, viel deutlicher. Hier würde ich für dich am Ende des Videos noch 2 sehr, sehr interessante Analysen zum Nasdaq und S&P 500 raushasseln. Von daher bleib unbedingt dran, denn dann weißt du auch, was auf den traditionellen Märkten los ist und was dich hier noch erwarten kann. Also unbedingt dranbleiben. Schauen wir uns jetzt aber erstmal nochmal die Korrelation an zwischen Bitcoin und Nasdaq im Detail. Dafür habe ich hier die 1-Stunden-Chart rausgesucht, die Charts nebeneinander gelegt und wir schauen uns das Ding einfach mal vom 20. Mai her an. Da sehen wir ganz klar und deutlich, als Bitcoin massiv gedumpt ist am 20. Mai mit Eröffnung der traditionellen Märkte, ihr seht es, Freunde, 15 Uhr, 15.30 Uhr eröffnen die Märkte. Danach kam der massive Dump und auch hier mit der Eröffnung der Märkte kam der massive Dump. Korrelation nicht in Frage zu stellen. Danach, über die kommenden Tage, ist der Bitcoin weiterhin geklettert, hat letzten Endes sein High hier wieder angetestet. Und das Gleiche sehen wir hier auch im Nasdaq. Diese Korrelation definitiv nicht abzustreiten. Jetzt, was schon mal interessant wird, Bitcoin hat in diesem Fall jetzt diesmal den Lead angegeben. Das heißt, wir haben uns hier, sage ich mal, im Wochenende befunden und übers Wochenende ist Bitcoin massivst gedumpt. Massivst gedumpt. Also, bevor der Nasdaq überhaupt geöffnet hatte, ist Bitcoin schon übers Wochenende gedumpt. Hat, sage ich mal, war das Zugpferd in diesem Fall. Dann kam es zur Eröffnung der traditionellen Märkte und die traditionellen Märkte sind ebenfalls abgerauscht. Also Korrelation ebenfalls vorhanden. Danach kam es zum leichten Aufatmen hier im Nasdaq. Leichtes Aufatmen hier in Bitcoin. Doch jetzt, Leute, schaut euch das mal an, was seitdem passiert ist. Wo ist diese Korrelation? Da frage ich mich gerade aktuell, was passiert da gerade? Sehen wir hier diese Entkopplung, während, sage ich mal, der Nasdaq massivst nach oben geschossen ist. Im S&P 500 haben wir uns eben auch eben kurz angeguckt, auch massivst nach oben geschossen, wurde Bitcoin hier rejected und seitdem ging es gen Süden. Und wir stehen deutlich tiefer als im Vergleich hier zu den vergangenen Tagen. Das ist einfach sehr, sehr interessant zu beobachten. Und diese Korrelation noch einmal, ich rufe sie nochmal auf, Leute. Ne? Wir haben ein All-Time-High in der Korrelation gesehen. Früher oder später kommt es immer wieder zu Trendwenden. Also sehen wir hier vielleicht die Entkoppelung, aktuelle Entkoppelung von Bitcoin und den traditionellen Märkten. Lass mich gerne wissen, was deine Meinung ist. Ist es nur ein vorübergehendes Bild? Ist es jetzt Zufall? Hat das irgendwas mit auf sich? Hey, lass es mich wissen. Was ist deine Meinung dazu? Hier gerne in den Kommentaren da lassen. Machen wir weiter, Leute, mit dem nächsten Chart. Ich sehe hier noch einmal die Korrelation vom DXY und Bitcoin. Leicht negativ. Das heißt, bin ich eben schon darauf eingegangen, wenn Bitcoin steigt, beziehungsweise der DXY steigt, fällt Bitcoin. Wenn der DXY fällt,
sollte Bitcoin leicht steigen. Und jetzt schauen wir uns mal den DDXY an. Hier, Leute, den Dollar-Index. Da sehen wir sehr, sehr schnell, nehmen wir kurz einmal die Zeichnung raus, dass wir sind hier in der Weekly unterwegs, ne? In den vergangenen Bärenmärkten ebenfalls sehr, sehr interessant festzustellen, das hier war der massive Bärenmarkt 2016, der Markt ist gestiegen, Bitcoin ist gefallen, doch dann im Anschluss mit Start des Bullruns 2017 bis hin zu Anfang 2018 ist der DXY massivst abgeschmiert und wir wissen, was mit Bitcoin passiert ist. Boom, durch die Decke geschossen. Danach kam es erneut zum Bärenmarkt. Über die Jahre 2018, 2019, der DXY steigt, Bitcoin fällt, konsolidiert bis hin zum Corona-Dump, Leute. Siehe da, März 2020, DXY hier noch einmal das High angetestet, Bitcoin auf der tiefsten Ebene in seiner Bullen- oder in dieser Bärenmarktphase und der DXY fällt bis hin zum April, Mai 2021. Und wir wissen, was da passiert ist. Boom, Bitcoin durch die Decke. Und jetzt, erst einmal, ebenfalls sehr, sehr interessant zu beobachten, was hier passiert ist. Ne? Nach Juni, Juli, August ist der DXY gestiegen, Leute. Und ihr wisst ebenfalls, was bis hierhin passiert ist. Bis hierhin hatte Bitcoin erstmal auch seine leichte Korrekturphase, Mai, Juni, Juli. Und danach ging Bitcoin nach oben, als auch der DXY. Doch der DXY ist weiter durchgeschossen, Bitcoin gedumpt. Und jetzt haben wir hier ein neues High im DXY reingemeißelt. 16. Mai, ein lokales High, Leute. Das müssen wir uns mal anschauen. Tiefer reingehen in die Timeframes, gehen wir in die Daily. Und wir sehen, es kommt zur ersten leichten Korrektur hier im DXY. Ist das ebenfalls ein nächstes Anzeichen für eine potenzielle Trendwende hier in Bitcoin? Es ist definitiv ein Signal, ein Anzeichen, Leute. Es ist noch nicht bestätigt. Nichtsdestotrotz kennt ihr meine Theorie, die ich seit 2 Wochen verfolge und mich davon auch nicht abbringen lasse, egal was Person XYZ mir gegen den Kopf wirft. Ich glaube immer noch daran, dass wir aktuell im Bitcoin diesen lokalen Boden haben. Also, das hier ist das lokale Boden. Es muss nicht das Finale, nicht der finale Boden sein. Nichtsdestotrotz, ich erwarte erst einmal ein Aufatmen hier in Bitcoin. Also, das könnte uns ebenfalls hier in die Karten spielen. Eine Korrektur des DXYs, ergo Bitcoin, sollte durch diese leicht negative Korrelation zwischen den beiden Märkten nach oben steigen. Gut. Das war's dazu, aber jetzt, Leute, Uncut, heute komplett Uncut, mich juckt das nicht, ich brauche nicht zu schneiden. Machen wir weiter mit den krassen Analysen im Nasdaq und S&P 500, denn Leute, hier müssen wir ebenfalls was sehr, sehr Interessantes beobachten. Es könnte erst einmal kurzfristig zu einer weiteren Aufatmung hier in dem Nasdaq und S&P 500 kommen. Warum? Haben wir ebenfalls drüber gesprochen, Freunde, ich muss hier kurz einmal den Chart aufräumen. Wir haben über folgendes Level gesprochen, das heißt, wir befinden uns gerade aktuell innerhalb oder haben ihn schon angetestet in unserem kurzfristigen Korrekturlevel hier für den Nasdaq. Wir reagieren wunderschön am 50er Level, wir haben hier das Corona-Low gesehen, massive Aufwärtsbewegung darf natürlich korrigiert werden, wird auch später oder früher korrigiert. Deswegen nochmal der Hinweis, Leute, hey, macht euch nicht nervös. Es wird immer wieder neue Re-Entries geben, immer wieder neue Einstiegsmöglichkeiten auf sämtlichen Märkten, auch in Bitcoin. Also, was haben wir hier gesehen? Wir haben das Anlaufen der 50er Marke gesehen, Bullenlevel, Bullenterrain. Wir haben aber zeitgleich ebenfalls von dem All-Time-High eine bärische Sequenz aktiviert. Wo liegen hier die Ziellevel? Schauen wir uns das ebenfalls an. Die liegen hier unten bei knapp 9215. Von daher, Leute, massivst weiter Druck hier auf den Märkten. Ist definitiv ein erreichbares Ziel für die Bären. Doch, wir kommen aus einem Bullenlevel heraus und von daher kann es natürlich auch erstmal zu einem leichten Aufatmen kommen. Bis wohin? Bis hin zu unserem nächsten interessanten Bärenlevel, wo es definitiv interessant wird, auch hier mal wieder den Markt zu shorten. Das heißt, wir haben diese Sequenzaktivierung gesehen hier in Rot. Danach haben wir natürlich erstmal unser Ziellevel bestimmt und jetzt suchen wir uns unseren nächsten Re-Entry-Sell, in diesem Fall einen Short. Das heißt, sehr, sehr interessant, was auch hier passieren wird, ist die nächste Zone, wo Bären definitiv die Kraft haben, den Markt erstmal wieder nach unten zu drücken. Deswegen für mich ein Short-Level an dieser Marke von knapp 1300, 365 hoch bis 1400. Für mich alles Bärenterrain. Ich erwarte hier erstmal wieder eine Korrektur.
Danach natürlich interessant, ob es die Bullen schaffen, den Markt weiter nach oben zu drücken, aber das alles zu seiner Zeit. Das ist jetzt erstmal diese Momentaufnahme. Definitiv Korrektur oder Erholungspotenzial noch vorhanden, ein Aufatmen weiter der traditionellen Märkte. Sehen wir die Korrelation wieder aufnehmen zwischen Bitcoin und hier dem Nasdaq, dann könnten wir auch im Bitcoin weiter nach oben steigen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal untergeordnet an. Wir sehen es, Leute, wunderschöne kleine bullische Sequenz hier aktiviert und bereits in seine Ziele getragen. Von daher, Leute, hier kann es definitiv jetzt auch erstmal zu einem Drop kommen. Wie gesagt, eine Überextension kann natürlich auch passieren. Hey, das ist alles nicht vorhersehbar. Nein, wir haben dafür unsere klaren Ziellevel, wo wir Profite realisieren. Und was dann, sage ich mal, vorhersehbar ist, ist letzten Endes, wenn die Korrektur eintritt, dass wir uns dann mit dem nächsten Korrekturlevel, bullischen Korrekturlevel hier long platzieren, um die letzte Strecke bis hin hier oben long mitzunehmen. Danach short. Leute, so pendeln die Märkte immer hin und her. Das ist, sage ich mal, die Analyse hier zum Nasdaq. Springen wir rüber einmal zu S&P 500, denn hier sehen wir noch was Interessanteres. Hier haben wir auch das Corona-Low aufgestellt bei knapp 2200 in etwa, danach massiver Uprun. Natürlich, irgendwann wird es auch hier zur Korrektur kommen. So ist es jetzt passiert. All-Time-High gebildet bei knapp 4.814. Leute, das ist über ein 100%iger Move im S&P 500 gewesen. Das ist crazy. Das ist crazy. Der Markt hat Korrekturpotenzial bis wohin? 3.500 runter bis 3.061. Das ist Bullenterrain. Wenn der Markt hier reinfällt, wollen wir das Ding wieder longen. Aber bis dahin haben wir noch eine gewisse Strecke zu gehen, Leute, und das spielt uns wunderschön in die Karten, was der Markt hier für Strukturen gebildet hat. Schauen wir uns das auch einmal hier untergeordnet an. Da sehen wir sehr, sehr schnell, dass der Markt von seinem All-Time-High auch hier eine wunderschöne bärische Sequenz aktiviert hat. Schauen wir uns die mal an, wo liegen da die Ziellevel, und da werden dem einen oder anderen die Ohren schlackern, denn es passt einfach wunderschön in unseren übergeordneten Fahrplan, den wir aufstellen, Leute. Das ist ja immer das Wichtige. Wir fangen an mit einer übergeordneten Trade-Idee. Wir wollen den Markt da unten in diesem bullischen Korrekturlevel sehen. Und jetzt schauen wir mal an, wie wir da hinkommen können und dann entsprechend auch diese Strecke traden dürfen. In diesem Fall haben wir diese Sequenzaktivierung gesehen. Und siehe da, Sequenz-Ziellevel, wunderschöner, wirklich ein wunderschöner Überschneidungsbereich hier mit unserem Bullen-Level. Von daher, in diesen Überschneidungsbereichen sage ich immer wieder in meinen Videos, hey Leute, hier ist eine sehr, sehr wahrscheinliche Zone, dass der Markt erstmal wendet. Warum? Weil letzten Endes die Bären erreicht haben, was sie wollten. Sie wollten den Markt drücken, haben sogar, sage ich mal, den Markt bis in ihren Bärenziellevel drücken können. Zeitgleich ist da aber auch ein Bullenlevel. Auch die Bullen haben erreicht, was sie wollten. Den Markt wieder zu günstigeren Preisen kaufen. Von daher ist hier die Erwartungshaltung erstmal eines U-Turns, einer weiteren Erholung. Aber bis dahin haben wir noch eine gewisse Strecke zu gehen. Und die dürfen wir natürlich auch traden und in diesem Fall auch shorten, Leute. Und hier stehen wir ganz kurz vom nächsten Short-Level im S&P 500. Nach Sequenzaktivierung ist unser nächstes Short-Level die Marke 4224 hoch bis 4363. Das ist alles Bärenterrain. Ich erwarte danach erstmal eine weitere Korrektur. Schauen wir uns das auch hier untergeordneter an, sehen wir auch hier, Leute. Die Strukturen spielen uns wunderschön in die Karten, denn auch hier haben wir eine wunderschöne Sequenzaktivierung. Und auch hier sehen wir einen wunderschönen Überschneidungsbereich, das oberste Bullenziellevel mit dem ersten Bärenverkaufslevel. Leute, sage ich mal, wenn ihr das System beherrscht, das SK-System, Leute, das ist, die Märkte sind offene Bücher. Wenn ihr Strukturen versteht, wenn ihr Price Action versteht, hey, dann seid ihr der gemachte Mann, die gemachte Frau hier auf den Märkten. Und von daher gilt jetzt es erstmal, den Markt hier oben, ich selber mache es, zu shorten. In der Erwartungshaltung, dass wir erstmal runterdroppen. Also Leute, das hier zum S&P 500. Bitcoin sollte, wie gesagt, klar sein. Lasst euch nicht nervös machen. Schaut euch einfach das letzte Video an, beziehungsweise den Livestream. Wir befinden uns weiterhin hier in einer Kampfzone zwischen Bullen und Bären, und solange wir uns in dieser Zone befinden, No Trade Zone, halten wir die Finger fern, nein, wir warten auf die Bestätigung eines Ausbruchs nach oben hin, dann können wir trade-technisch aktiv werden, oder der Markt macht den Breakdown für uns auch, auf gut Deutsch gesagt, egal warum, weil wir dann einfach attraktivere Preislevel erreichen, nämlich unsere nächsten Akkumulationslevel bei 26.400 und finale Akkumulationslevel bei 23.000. Und jetzt, Leute,
hoffe ich, dass ich jedem Einzelnen hier auf YouTube ein bisschen mehr Klarheit zur Korrelation zwischen den einzelnen Märkten geben konnte, dass ihr definitiv Mehrwert hier rausziehen konnte. Würde mich natürlich freuen, wenn es so ist. Dann smash den Like-Button, gerne Feedback in die Kommentare, falls du noch nicht Teil der SK-Crew bist. Hey, ich glaube, ich habe dir genügend Gründe geliefert, dass du jetzt Teil der SK-Crew wirst. Kostenloses Abo dalassen, Glocke aktivieren und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns aller spätestens morgen früh wieder zum nächsten Krypto-Update. Haut da rein, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.